Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout Willst du ein 4 Zimmer? Wend dich an Claire vor deinem Empfang. Survival Modus. Dann hat sie wenigstens was zu tun und geht mir nicht auf die Nerven. Nein. Wollte springen, danke. Du. Fred. Ah, mein Lieblingskunde. Ich habe hier echt gutes Zeug. Zeig mal, was ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du wirst es lieben. Vertrau mir. Ich will nur dein Wasser. Okay. Gut. Und tschüss. Ich brauche nur was zu trinken. Haha. Gut hydriert. So, wir werden uns den MacReady holen in diesem Part, weil Preston ist mir abhanden gekommen. Ich glaube, der ist gestorben das letzte Mal. Oder er ist gestorben, verletzt und ist dann halt nach Sanctuary, vielleicht nach Sanctuary gegangen. Was soll's? Sein Perk haben wir schon. Wir holen uns MacReady. Ja. Und dann könnten wir mal schauen, ob wir es schaffen mit dem Saufkumpan. Okay. Warte, warte, warte. Verstehe ich das richtig? Da war ein altes chinesisches U-Boot im Hafen? Oh, Mann, Sachen gibt's. Jo. Ah, hier. Wenn du Ärger kriegst, ist das deine Schuld. Pass auf, was du machst. Ja, ich mach ja nichts. Und Dogmit, du musst nicht bellen. Ich denke schon, dass er was gefunden hat, aber ich weiß nicht, ob das dann Diebstahl ist. Das machen wir dann nicht. Ach, holen wir uns MacReady. Hallöchen. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Aha, danke. Wir werden natürlich dort auch gleich noch Wasser kaufen. Machen wir als erstes. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach McCready? Wir haben Bier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Anna. Klar. Ich schau mal, was du hast. Aufs Ertränken der Sorgen. Er hat natürlich kein Bier, aber schmutziges Wasser, was ich ihm auch abkaufe. Okay. Jetzt, wo du ein paar getrunken hast, hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche ein verdorbenes Mädchen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. Sowas in der Art. Interesse. Einzelheiten? Ich will erst mehr Details. Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken? Ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge, ich bekomme schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Wer ist der Kunde? Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Okay, Mann. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, für wen ich arbeite. Bürgermeister Hancock zahlt die Kronkorken. Ist ein interner politischer Machtkampf. Du weißt ja, wie das ist. Hey, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Räum einfach die Lagerhäuser leer, dann wirst du bezahlt. Ganz einfach. Ja. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Also los mit dir. Du musst ein paar Leute wegputzen. Okay, aber wie gesagt, Lady, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen, MacReady. Ich habe mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was?
Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacCready. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer in Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja, das war's. Komm, Barnes. Entschuldigung. Hör zu, Lady. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Mag sein, erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über dieses Typen. Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. Zwei Vollpfosten, die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten. Das sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Ach ja, ich habe eine Mod, die ein bisschen MacReadys Gesicht verändern. Gunner? Hab noch nie von den Gunnern gehört. Wer sind die? Sie sind eine der größten Banden des Commonwealth. Haben einen Ruf als Verrückte. Du weißt schon, so neben der Spur, dass man sie für einen Kult halten könnte. War eine Weile bei ihnen, weil das Geld stimmte. Aber ich passte nicht zu denen. Deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen und mich selbstständig gemacht. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Immer so argwöhnisch Angebot machen. Tust du nicht. Immer so argwöhnisch. Bist du immer so argwöhnisch? Hey, du bist zu mir gekommen. Und ehrlich gesagt ist es verdammt riskant für mich, überhaupt hier im Commonwealth zu sein. Also überlasse ich nichts dem Zufall. Was mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage bringt. Kann ich dir vertrauen? Ich kann dir nur mein Wort geben. Und ein paar Kronkorken. Ein paar Kronkorken, ja? Gut, Senkrechtstarter. Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefälscht wird nicht. Man kann immer falschen. Wie wär's mit 200? Du bist ein zäher Verhandlungspartner. Aber okay, meine Knarre gehört dir. Dann mal los, Boss. Verschwinden wir von hier. Sprich mit mir, Credi. Abgeschlossen. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe eine Mod, die sein Aussehen ein bisschen... Hey! Was gibt's? Sollen wir dann die Beute aufteilen? Ich wollte mal gucken, was du so an Waffen hast. Was hab ich noch an Waffen? Das hätte ich noch. Er ist ein guter Scharfschütze, ne? Aber ich habe keine Munition dafür. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Elm, Hotel Rexford. Das heißt, genau, wir können ja mal noch kurz einkaufen gehen. Und ja, wir haben hier halt ein paar Aufträge. Also einmal den Saufkumpan. Dann haben wir die drei Lager. Die könnten wir eigentlich jetzt noch machen. Aber ich schaue mal erst bei den Läden vorbei, was die denn so noch haben. Okay. Mein Kumpel MacReady hat hier in Good Neighbor einen Ruf als guter Schütze mit mieser Laune. Brauchst du ein Dach über dem Kopf? Dann versuch mal Cleo. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Okay. Na ja, Hanne, was bist du? Wer... Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Ja. Du siehst auf jeden Fall aus wie eine Frau, ja. Und auf mehr kommt es doch nicht an, oder? Also hast du Interesse an meinem Angebot? Was steht zum Verkauf? Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft? Ja. Klar, ich schaue es mir an. Eine Waffe für jede Gelegenheit. So, Improvisier Scharfschützen. Partystarter, Plasmagranaten, Splittergranaten, Vorschlaghammer.
eigentlich. Das wäre vielleicht für Preston nicht schlecht. Preston für MacReady. Aber ich denke, ich gebe ihm meine. Später. Hey, hey. Sorry, aber das musste ich jetzt tauschen. Es wäre laufmächtig, okay. Dann weiß ich ja, was ich mit MacReady gebe. Kaliber 50 kann man ruhig mal nehmen für die eine Waffe. Und 45er. Ich verkaufe dir mal das. Das. Dann. Das kannst du haben. Kampfrüstung behalten wir. Das behalten wir auch. Haben wir noch so Schönes? Der Mais. Dann. Ah, wir können gleich kochen. Was haben wir noch? Psycho. Terbeere. Da. Whisky. Zuckerbombe. Gut, dann hätten wir das. Ja, ich habe für MacReady eine Waffe. Hey. Hallo. Riechst du das? Das ist Freiheit. Hey. MacReady, ich habe eine Waffe für dich. Ich habe 45er gekauft. Wieso habe ich 45er gekauft? Ich doof. Egal, gibt's ihn schon mal. Und? Ach, ich bin so blöd. Ja, warte. Cleo. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja. Klar, ich schaue es mir an. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Ich brauche 308er. 45er, für was brauchen wir die? Ach ja, trotzdem brauche ich die. Ja, okay, ist schon gut. Okay. Aufgepasst. Sehen wir uns mal an, was du so hast. Ich gebe dir. ...90 Stück davon. Und sieh zu, dass du damit klarkommst. Gut. Wir haben einen Auftrag. Aber ich würde gerne noch hier rein, weil da holen wir uns dann auch noch einen Auftrag. Die Höhle der Erinnerung. Silverschrott. Ja. Ich glaube, du bist am falschen Ort, Schätzchen. Du wirkst nicht so, als bräuchtest du die Höhle der Erinnerungen. Weißt du überhaupt, was wir hier machen? Keine Ahnung.
Was macht ihr hier? Der Name ist Programm. Erinnerungen. Unsere ausgewählten Kunden können bei uns die Vergangenheit nacherleben. Aber wir akzeptieren nicht jeden. Warum nicht? Warum nicht? Hör zu, es ist kein Geheimnis. Das Nacherleben einer Erinnerung kann einfach nur schön sein. Oder dabei helfen, etwas Vergessenes wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber wie alles, was sich im Leben lohnt, Schätzchen, hat das einen Haken. Das erste Mal kann ein ziemlicher Schock sein. Darum ist die Liste unserer Kunden sehr kurz. Nur Leute, denen ich vertraue. Das hilft uns, Probleme zu vermeiden. Du bist misstrauisch. Kein Problem. Aber ich komme schon klar, wenn ihr mir eine Chance gebt. Tja, ich schätze, ein Testlauf kann nicht schaden. Erinnerungen an andere Leute sind am einfachsten. Frische Erinnerungen an Menschen, die dir wichtig sind. Gibt es da was? Mein Baby. Vor kurzem wurde mein Baby entführt. Ich würde alles tun, um es wiederzusehen. Ein vermisstes Kind? Das ist schlimm. Tut mir sehr leid, Schätzchen. Aber vielleicht können wir dir helfen. Also gut. Setz dich in den Sessel. Mal sehen, welche Erinnerung wir finden. Okay. In den hier? Nee, in den. In den hier? Dr. Amari, ein neuer Kunde. Wir brauchen eine Erinnerung, mit der wir uns verbinden können. Was für eine Erinnerung suchen wir denn? Unser Kunde ist eine Mutter. Such eine Erinnerung an ihr Baby. Also gut, scanne den Hippocampus. Ich hab was. Sehr frisch. Die Synchronisation mit dem Temporallappen ist stark. Die nehmen wir. Vorhang auf, Schätzchen. Showtime. Da ist sie, deine Erinnerung. Entspann dich. Wir überwachen deine Vitalparameter. Okay. Manuelle Steuerung initiiert. Ja, seid ihr? Was macht ihr hier? Die Wortcomputer funktionieren noch. Sehr gut. Ich Wer prüfe bist die du? Logs. Es ist hoffentlich noch. Finde das Ding einfach. Kapsel Was macht ihr hier? Den Gang lang, am Ende. Mein Ehemann, Nate. Oh Gott, Nate. Ich kann das nicht nochmal mit ansehen. Oh Gott. Nate. Oh Gott, Nate. Ich kann das nicht nochmal mit ansehen. Das ist er. Da. Wer seid ihr, Typen? Was macht ihr hier? Warum tust du das? Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Komm Moment. Her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Zorn nicht! Verdammt. Und ich schwöre, ich finde ihn. Dr. Mari. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Mein Baby. Wir nähern uns dem Ende der Erinnerung. Warte. Beruhige dich. Dein Blutdruck steigt. Ich hol dich raus in 3, 2. Nein! Oh je. Ganz ruhig, Schätzchen. Ruhig. Das tut mir so leid. Wenn ich geahnt hätte, dass du das nochmal durchmachen musst, hätte ich Nein gesagt. Schon. Diese Leute haben mein Baby entführt.
Ich muss sie finden. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, Schätzchen. Nein, du brauchst einen Detektiv. Ich habe einen Freund, Nick Valentine. Er arbeitet von Diamond City aus. Vertrau mir, Schätzchen. Er ist der Beste. Er findet jeden. Erstmal müssen wir ihn finden. Oh, Mist. Huch. Nein, hier sitzt er nicht. Wo saß der denn immer? Ah, hier. Hallo, Kent. Hallo. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Entfliehen? Wie meinst du das? In alten Erinnerungen schwelgen. Zum Beispiel Thanksgiving 2071. Mama hatte einen 12-Pfund Truthahn gemacht. Und wir hörten Silver Shroud versus Captain Cosmos. Sogar mein Vater war dabei. Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Vor dem Krieg gehört. Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Aus der Vergangenheit. Ich war lange im Kryoschlaf. Ich bin gerade erst aufgewacht. Oh Mann, das ist irre. Du bist wie Mr. Abominable aus Folge 83. Sag einfach. Ja, so in etwa. Junge, wenn du gerade aufgewacht bist, musst du dich auch erstmal an die Gegenwart gewöhnen. Sieht so aus, als würden die Menschen sich langsam vom Atomkrieg erholen. An manchen Orten ja. In Diamond City zum Beispiel. Aber hier gibt's noch eine Menge zu tun. Ich hätte mal eine Frage. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Schön für dich. Plan? Was für ein Plan? Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Ich besorge es. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Ja, da haben wir auch einen Auftrag. Silver Shroud. Ausgang. Nein, nicht der Ausgang. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Hier, Ausgang. Ja, das werden wir beim nächsten Part, werden wir die Lager ausnehmen. Und dann werden wir uns um Silver Shroud kümmern. Und um den Bierkumpan, Saufkumpan. Wir werden jetzt noch schnell ins Hotel wieder zurückgehen und dort speichern. Oder nein, wir werden noch schnell was zu essen kochen. Denn wir haben ja auch Hunger, habe ich gesehen. Das werden wir noch machen. Da. Stellen, Good Neighbor, keine Fragen. Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. Willkommen zu Hause. Braten. Wir haben ja so viel gesammelt. Köterkeule. Was haben wir noch? Sonst nichts. Suppen. Kann man auch nichts machen. Gut, dann ab ins Hotel. Ein Nümmerchen schlafen. Ein Stündchen. Schön, dich wiederzusehen. Hast du diese Braumaschine? Nein, habe ich nicht. Im nächsten Part. Oder übernächsten. Immer diese Ladebildschirme. Oh ja. Boah, du bist. Ja, ich bin's. So. Und wir haben ja die Waffe gewechselt.
88. Kampf. So. Okay. Zwar nicht so toll aus, aber... Ja. Dann schlafe ich mich nochmal aus und bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Adios.